Guten Morgen Insel, guten Morgen Welt, hab einen schönen Tag, Gott sei bei dir und der Friede sei mit dir. Die Tageslosung kommt heute aus Jesaja 40, 29 und ob es abgesprochen ist, das stimmt natürlich nicht, die Losungssätze sind gezogen, aber ist wieder das Thema von gestern und vorgestern dran. Er lautet nämlich, es gibt dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Jesaja 40, 29. Jetzt hört euch das mal an. Das scheint doch tatsächlich das Thema zu sein, mit dem Gott uns momentan ein Zeichen geben möchte. Gott gibt uns Kraft. Gestern habe ich selbst darum gebeten und gebittet. Und nun kommt sie als Losung zum zweiten oder dritten Mal zum Mut machen. Erstens musst du erkennen, dass du müde bist. Er gibt dem Müden. Also erkenne, dass du müde bist, dann bekommst du Kraft. Und zweitens ist hier ganz klar zu erkennen, unperfekt. Also, ich bin nicht perfekt. Ich brauche Hilfe. Also, geh ins Gebet, bitte darum, dann bekommst du Hilfe von Gott. Und vor allen Dingen höre in dich hinein, was Gott dir für Gedanken gibt, was er dir sagt, was du tun sollst. Dann bekommst du Kraft. Und er ist an deiner Seite. Amen. Und dazu der Lehrtext, der mal wieder spektakulär ist, aus Johannes 6, 35. Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Gibt es eine bessere, klarere Ansage? Also, Jesus gibt dir Essen und Trinken. Du wirst dadurch, ja, gesättigt und zufrieden sein. Was gibt es Schöneres? Amen. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Friedhof der Namenlosen. Auf diesem Friedhof liegen Menschen, die einfach im Meer geblieben sind. 32 Namenlose, die hier auf der Insel angespült wurden. 32 ohne Namen, die hier ihre letzte Ruhestätte für ihren Körper fanden. Seit 1905 gibt es diesen Friedhof der Namenlosen. Jedes Kreuz hat ein Datum, an dem Tag man den Körper am Strand gefunden hat. Ja, schön warm ist es hier auf dem Friedhof der Namenlosen, war das echt eben ganz schön kalt. Ja, aber es ist natürlich toll, dass so etwas gemacht wurde, dass Menschen, die eben ja kein Erkennungsmerkmal haben, die man nicht zurückverfolgen kann, woher sie kommen, dass die dann eben ihre letzte Ruhe auf diesem Friedhof gefunden haben, dass die dabei gesetzt werden. Das ist schon toll, dass die Gemeinde das hier so macht. Beeindruckend. Ja, ansonsten bin ich ja mit meinem zweiten Auftrag hier gerade durch. Der ist jetzt zwar nicht so gut ausgegangen oder wer weiß, ob es gut oder nicht ausgegangen ist. Die Dame ist abgereist, die junge Frau. Und ich wünsche ihr alles Gute, Segen, Segen auf ihren Wegen. Jeder muss selbst entscheiden, was er mit seinem Leben macht und wie er gesunden will oder ob er gesunden möchte. Und ich wünsche auf jeden Fall alles Gute. Und der nächste Auftrag, wie gesagt, ist ja heute Morgen dann auch schon angekommen für mich. Und da ist die Frage, ob ich jemandem helfen möchte, auch hier auf der Insel, der eben auch loslassen muss. Das ist schwierig, weil ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich werde dann nochmal in mich gehen, mit dem lieben Gott drüber beten, mir Gedanken machen, ob ich das überhaupt schaffe,
Weil wenn ein Mensch ne, so viel Besitz hat und loslassen muss, psychisch und aber auch materiell, das ist schon ziemlich schwierig und ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Klar, wenn Gott das möchte und mit Gottes Hilfe auf jeden Fall. Aber es ist ja auch immer so, dass man sich selber erstmal Gedanken machen muss, ob man die Kraft hat oder ob man die Kraft haben möchte und ob das überhaupt sein Auftrag ist, den man annehmen soll oder ob da vielleicht ja, irgendeine andere Fragestellung hinter ist. Ne? Es kann ja auch sein, dass die Fragestellung lautet, ob ich mich mit diesem Thema noch auseinandersetzen möchte, ob das mein Thema ist, ob ich mich damit auseinandersetzen soll oder ob dieses Thema generell nur die Person betrifft, ob ich da nur Hilfestellung geben soll. Mal gucken. Also es bleibt auf jeden Fall spannend und ihr bekommt das ja auch mit. In diesem Sinne. Nun erstmal weiter den warmen Kaffee trinken. Genießt auch den Nachmittag noch im schönen Kuschel liegend, denn draußen ist es jetzt echt schon mega kalt. Das muss ich dazu eben nochmal sagen, mir fällt gerade ein, von der ersten Dame, die ich ja betreut habe, mit der Sterbebegleitung, die hat immer gesagt, helfen ja, bedienen nein. So, und das heißt ja im Grunde genommen, dass auch der Mensch bereit sein muss, ne, loszulassen. Du kannst nicht alles für ihn entscheiden. Das war ja auch das Problem bei der zweiten Betreuung eben, ne, dass diese Person auch gewählt sein muss, den nächsten Schritt zu gehen. Und wenn die Person noch nicht so weit ist, du kannst sie ja dazu nicht zwingen oder vielleicht ist es noch gar nicht an der Zeit, dass diese Person den nächsten Schritt macht. Das ist natürlich schwer auszuhalten für mich, die gerne hilft und naja, die auch gerne möchte, dass alles gesund wird und alles sich freut und ne, jeder das Gute im Leben sieht, aber das ist meistens und manchmal auch gar nicht so und es soll vielleicht auch nicht so sein. Dann muss man Geduld haben und ja, trotzdem dem Herrn für das alles danken, denn diese Chancen sind ja auch da und das ist ja auch schon toll, ne, dass Menschen dann ja, die Möglichkeit dazu haben und das auch sehen. Ich glaube, es ist immer irgendwo etwas Gutes dabei. Also helfen ja, aber bedienen nein. Der Mensch muss den Schritt selber gehen, wenn er loslassen möchte oder wenn er gesunden möchte oder irgendwas bekämpfen möchte. Das fand ich eben noch wichtig. Ja, ihr Lieben, Abend ist geworden. Deshalb Zeit fürs Abendgebet. Wir zünden unsere Kerze. Weil Jesus Christus unser Licht in der Dunkelheit ist. Wir falten unsere Hände und beten gemeinsam das Gebet, welches uns Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, Herr, und helfe uns dabei, gebe uns Kraft und Mut, Sachen in Angriff zu nehmen, Aufgaben für dich zu erledigen, Geduld zu haben, wo Geduld angebracht ist und Gelassenheit. Und lehre uns zu helfen und nicht zu bedienen, sondern dir zu dienen. Amen. Und behüte alle, die wir lieb haben. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt eine gute Zeit. Danke fürs Einschalten. Gott behüte euch und segne euch. Bis morgen. Tschüss.